Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, Civilization 6. Ich kann es selbst kaum glauben. An meiner Seite ist niemand anderes als Chuni. Hallo. Hallo. Na, wie geht's dir? Na, ich bin bereit, die Welt zu erobern als Trajan mit Rom. Ja. Oh, ich muss noch meinen Streamtitel ändern. Mir wurde nämlich Rom unter der Hand weggeklaut. Ganz illegal. Da musste ich mir für 50 Euro DLCs kaufen, konnte trotzdem nicht das spielen, was ich wollte. Aber einige Zeit später sind wir bereit. Ich zeige euch einmal die Einstellung. Das ist für euch alle relativ wurscht. Ist alles ziemlich normal. Katastrophenintensität 2. Wir spielen auf Prinz. Und wenn jetzt einer in die Kommentare schaut, Prinz ist, dann kannst du direkt die Schnauze halten. wir haben keine Ahnung vom Game. Ich habe die ganzen Gathering Storm, Rise and Falls, alle nie gespielt. Und deswegen gehen wir da ganz entspannt rein. Und ja, mal gucken. Ist ein neues Projekt. Stunde Folgen. Mal gucken, wie viel wir schaffen. Mit dem Countdown, holy shit. Richtig epic. Ja, ist krass, ne? Übel. Die Mucke ist auch einfach geil. Finde ich auch. Aber der geht in-game weiter. Ich weiß es gar nicht mehr. Anzeichen des Lebens im Wasser bis zu den gewaltigen Bestien der Steinzeit. Sehr schön. Der Mensch hat doch irgendwie was, ne? Oh. Aufrechten Schritte gegangen und ihr seid weit gekommen. Ja, ja, ich weiß. Keyseller ist alles immer anders. Okay. So, Tuni. Kennst du die wichtigste Einstellung der Welt? Labert der bei dir nicht gerade? Oh doch, aber... die wichtigste Einstellung? Ja, es gibt so einen, wo man immer anzeigen kann, wo man hin will. Okay, wie drehe ich die Karte nochmal? Oh, nee, ich will nicht laufen. Oh! 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 Okay. Okay, Twitch-Chat. Erste Frage. Ist es nicht sinnvoller... Also die haben ja beide Süßwasser, aber ist es nicht sinnvoller, hier zu sein, weil man dann Hafen und sowas bauen kann? Nein. Nein, Johnny. Nein, das ist ein See. Ich glaube, ich siedle mich einfach hier an, Leute, oder? Ist immer noch B? Hier habe ich Mais. Das ist immer noch Gut, B. Was ist das? Orangen. Orangen? Orangen. Aber erstmal. Ja, oh, ich wird es mir sogar angezeigt. Okay. Hier kommen die ganzen Nimmexer. Ich weiß nicht, was da kommt, ne? Ich lauf mal da hoch. Oh, der läuft aber schnell. Ja. Auch nett, aber hier ist schon Wüste. Wir wissen jetzt gar nicht, wie weit wir voneinander weg sind, ne? Das wissen wir gar nicht, nee. Ich muss meinen Twitch-Chat einmal 1000 Fragen stellen. Ich würde mich kurz muten, ne? Aber ich bin quasi ready. Alles klar. Okay, Kinder. Hilf mir nochmal, Bezirke kann man bauen, ne? Also in der Stadt. Also ich habe jetzt einen Siedler, konnte ein Gebäude bauen. Da habe ich einen Krieger, kann Dinge machen. Wir wollen auf Science gehen. Science war doch, wenn ich einen Bezirk baue, kriege ich Bonuspunkte für jeden Berg, der daneben ist, no? Ist das nicht so? Und aber mein Spezialgebäude bei Japan, was ich spiele, ist, dass wenn mein Science-Ding einen Bezirk daneben hat, ist das bad. Es sei denn, es ist eine Mine, weil dann kriegt die Mine plus 1 Wissenschaft. Wo kann ich mir denn jetzt meine Science-Bezirke durchlesen? Der will keine Nachbarschaftsbezirke haben, das habe ich schon verstanden. Ich bin Korea, nicht Japan. True. Jetzt oben auf den Charakter klicken. Ein Ausstieg Korea zur verschiedenen Bezirkung. Ersetzt den Campusbezirk. Plus 4 Wissenschaft. Minus 1 Wissenschaft für jedes angrenzende Feld mit Bezirk. Muss auf Hügel gebaut werden. Muss auf Hügel gebaut werden. Jetzt important. Das heißt, ich krieg keinen Boni, wenn ich... Ich krieg keinen Boni, wenn ich... Neben Berg bin? Oder gibt's die den Boni trotzdem? Keine Bonis. Okay, ich mach mal den Chat mit rein. Ich glaube, ihr seid heute ausnahmsweise mal wichtig. Und. Das Spiel wartet auf euch. Ja, ja, komm. Wie gesagt, der hat immer 4 Flat. Das ist ja sehr enttäuschend.
Okay, gilt mein Hauptding, also das hier, als Bezirk? Ja, nein, ja. Okay. Flaschenhalle, du wurdest überstimmt. Bergbau, Tierzucht. Alles easy. Wir bleiben auf dem Hügel, haben wir mehr Sicht, ne? Sieht super aus. Stadtzentrum ist ein Bezirk. Okay. Das heißt, meine Idee ist jetzt. Ich kenne halt die ganzen Bezirke nicht mehr so gut, ne? Aber das hier scheint ja sehr attraktiv zu sein in der Theorie, weil ich hier Bergbau habe. Aber das geht wahrscheinlich nicht auf, weil ich dann trotzdem zwei Bezirke daneben habe. Also, es ist ein bisschen. We gotta think about that. Lass mich nochmal lesen. Da stand doch eigentlich noch mehr. Weil jede Mine kriegt doch extra. Mine halten plus als Wissenschaft für jeden angrenzenden CO1-Bezirk. Bauernhöfe halten plus als Sagen für jeden angrenzenden CO1-Bezirk. Okay. Das heißt dabei auch, es ist ein Nullsummenspiel. Weil ich krieg minus 1 Wissenschaft und plus 1 Wissenschaft. Das ist ja dann im Endeffekt für dich Wumpe. Das heißt aber auch, ich will diesen Bezirk ja erst bauen. Oh, spannende Frage wäre, wann kann ich diesen Bezirk überhaupt bauen? Und warte mal, wo bin ich hier überhaupt? Okay, mein Krieger wird hier rum erforschen. Das heißt, der läuft nach da oben. Was sehr unglücklich ist. Aber ich will wahrscheinlich eher die hier drumherum forschen, ne? Der Krieger läuft hier hin. Der Speer läuft probably hier rüber. Das Problem ist, hier muss er halt irgendwann über den See. Da verliere ich halt viele Runden. Wenn ich jetzt direkt über den See gehe, ist wahrscheinlich besser. Monument bietet plus 1 Loyalitätsrunde in dieser Stadt. Bietet zusätzlich eine Kultur, wenn die Stadt bereits über das maximale Loyalität besitzt. Davon würde ich jetzt einfach mal ausgehen, dass das der Fall ist. Aber um Bergbau zu bauen, brauche ich einen Handwerker, ne? Handwerker nimmt mir allerdings kein, gibt mir, höchstwahrscheinlich nimmt es mir kein Zuwachs mit, ne? Das sollte eigentlich easy sein. Das heißt, wir bauen zwei Speer und dann gehen wir rein. Bisschen enttäuschend hier mit der Bewegungsrate. Ja, ich glaube zwei Speer war früher auch war Meter. Religion ist auch super, gibt super Boni. Ja, Religion habe ich gar keinen Bock drauf. Sage ich direkt, wird es nicht geben. Wir gehen auf Wissenschaft und sonst gar nichts. Okay, kann ich beeinflussen? Ich kann einiges beeinflussen. Ne? Also Bürger verwalten kann ich. Kann ich beeinflussen, wohin ich mich ausdehne? Weil gerade als Korea möchte ich doch eher so einen Hügel hier, der so richtig useless ist. Also der sieht doch super aus eigentlich. Da habe ich hier Bergbau. Nein, kann ich nicht. Das ist doch scheiße. Okay. Aber jetzt nur noch mal die Frage, das hat sich für mich immer noch nicht ganz geklärt. Kann ich... okay, wir machen erstmal das hier hoch. Holy damn! Dr. Freud! Was verschafft mir die Ehre? Vielen lieben Dank! Karina, machst du einen Shoutout? Ich bedanke mich ganz herzlich, überliebt von euch. Wir sind gerade in einem Ziv-Projekt mit Tuni. Vielen lieben Dank für den Raid, freut mich sehr. Ich bin der Johnny, für alle, die mich nicht kennen. Ich spiele normalerweise eine ganze Menge TFT. Heute allerdings ausnahmsweise Civilization, wo ich mich sehr drauf freue. Haben den ganzen Tag uns vorgenommen. Paul meinte, er fühlt es gerade, dich zu schauen. Das ist sehr süß. Sehr, sehr lieb. Vielen Dank. Absolute Legende. Und ja, lasst unbedingt ein Follow da, ne? Lauter tolle Menschen. Auf Stein kommt keine Miete, sondern ein Steinbruch heißt kein Bonus. Ich verstehe, vielen Dank. Okay, wir lernen gerade so ein bisschen Civ währenddessen. Ich habe ganz viele DLCs und so nie gespielt. Das heißt, da sind wir gerade in dem Prozess. Normalerweise spiele ich viel TFT. Wenn euch das interessiert, seid ihr genau hier richtig. Unter Ausrufezeichen Zweitkanal findet ihr quasi jeden Tag um 11 einen TFT-Banger. Und unter Ausrufezeichen Drittkanal findet ihr tatsächlich zwar ebenfalls TFT, allerdings um 12 Uhr in meinem Projekt. Das heißt, gerade läuft da Total War Warhammer 3. Da lief jetzt Crusader Kings. Und da wird halt während der Gamescom dann Civilization 6 laufen. Alles, was Handwerker machen, sind keine Bezirke in unserem Spiel. Bezirke baust du selbst. Verbesserungen durch Handwerker, Minen gehen immer auf Hügel.
Okay. Sind denn, ist denn. Okay, aber das ist eine Mine denn etwas, was ein Handwerker baut? Ah, okay. Das heißt, die Idee ist. Okay. Aber wenn ich hier einen Campus baue, also meinen Fake-Campus, kriege ich dann immer noch diesen Boni, weil da Berge sind, oder kriege ich diesen Boni nicht? Das habe ich jetzt immer noch nicht ganz verstanden. Weil er kriegt ja Flat 4. Das heißt, alle anderen Bonis fallen raus, richtig? Es gibt keine anderen Bonis. Nee, Berger hat der nicht. Das heißt, der Berge-Bonus-Ding gibt es nicht. Korrekt? Oder? +1 Produktion in der Hauptstadt und in jeder Stadt mit einer Kaserne Stadt. Das ist ja mega cool für den Anfang. Okay, beeinflusst durch nur mich, das ist jetzt keiner in der Nähe. Das einzige Problem ist, der ist rot. Das heißt, ich muss jetzt gucken, bist du. Granada, Granada. Okay, der greift mich nicht an, weil der ist friedlich, right? Der hat eine Quest, löst den Eingebungsplan für die Handwerkskunst aus. War aber nicht zu sagen, ja, aber Barbaren sind ja auch rot. Also ich hätte jetzt den Unterschied hätte ich jetzt hier nicht gesehen. Okay, hier ist viel Fisch. Müssen wir segeln für. Das ist aber auch eisig. Das würde ja bedeuten, wir sind ganz am unteren Ende der Karte. So, was war das? Eingebung für was? Habe ich schon wieder vergessen, ne? Wassermühle wäre doch gut. Wir haben ja da einen Fluss. Aber es kostet 13, ne? Ist sehr teuer. Kornspeicher +1 Nahrung, klingt gar nicht schlecht. Große Pferde, ich habe tatsächlich nicht groß darauf geachtet. Will ich zu irgendeinem. Ah, machen wir Keramik. Geh zu Schiff für deinen Bezirk. Das machen wir danach. Ich weiß, man kann so mehrere gleichzeitig machen, aber da bin ich halt noch sehr lost gerade. Nächste Speer geht da hoch. Ist am oberen Rand. Really? Hey, warum? Aber hier ist doch Eis. Wir machen Keramik into das andere. Okay. Die Bürgerverwaltung. Das Feld ist super lecker. Das nehmen wir. Das Feld ist auch lecker, aber ich könnte natürlich auch das nehmen. Dann bin ich ein bisschen langsamer auf meinem Speer. Aber es scheint keinen Einfluss zu haben, ne? Aber es verändert klar die Runden bis zum Wachstum. Backseat Gaming ist erwünscht. Also in einer sympathischen Art und Weise. Nehmen wir das erstmal mit. Scheint mir attraktiv. Ich bin eigentlich, würde ich sagen, bis hierhin happy, ne? Weiß noch nicht, was ich hier unten mit diesen davon halte, aber das finden wir dann irgendwann noch raus. Ich hätte irgendwie mehr Barbaren erwartet, wenn ich ehrlich bin. Irgendwie ist es hier alles sehr friedlich bis hierhin. Hä? Wofür stehen diese Namen? Ja, automatischer Kunde machen wir noch nicht. Das machen wir später. Ich will ja gerade auch noch was zu tun haben. So, das heißt, Handwerker into Siedler wäre jetzt der Plan, ne? Handwerker 4 Runden. Jetzt könnte man natürlich überlegen, ob man das dann wieder ändert. Aber in beiden Fällen braucht der Handwerker 4 Runden. Aber dann machen wir das doch so. Das ist ein Min-Maxing. Entschuldigung, kurz, ich habe das Papier passiert und der Rabattcode. Ich bin nicht unter. Ja, tatsächlich, Tanking Tiger, das ist ein Ding, was wir tatsächlich schon ein, zwei Mal kommuniziert haben. Tatsächlich muss diese Grenze einfach irgendwo gefasst werden. What?
Juni? Ja, ja, was ist los? Also, hier ist gerade ein Meteor neben mir runtergegangen. Was? Also, ein Meteorkrater hat quasi um einen Zentimeter meinen Speer verpasst. Und der Vulkan, der neben meiner Hauptstadt ist, sieht nicht so aus, als würde der nicht ausbrechen können. Und oh, Gathering Storm scheint übel brutal. Ja, aber wieso hast du deine Hauptstadt neben einem Vulkan gebaut? Naja, also... Warte, was? Okay, ich bin auf den... Okay. Was gerade passiert jetzt, Tunis? Ein Meteor hat meinen Speer ganz knapp verpasst. Ich bin mit meinem Speer auf das Meteorfeld und habe jetzt einen schweren Streitwagen bekommen. Oh, was? Der einfach 28 Kampfstärke hat. Also quasi ein Alien-Streitwagen. Das ist gut. Ja. Ich bin ein bisschen irritiert. Nein, 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 du machst das super. Ja. Wie läuft's denn bei dir? Ja, gut. Meine Stadt wächst insane. Ich habe jetzt eine Stadt, die ist so groß, dass sie aussieht wie Shrek. Was? Und ja, ganz normaler Satz, ne? Das ignorieren wir jetzt einfach. Okay. Ja, nö. Also, mir geht's gut. Ich bin am Po. Wo bist du? Am Po. Und neben mir ist Johannesburg. Du bist am Po? Ja, am Po. Direkt am Meer. Auch. Mir geht's toll. Rom gedeiht. Ey, das freut mich voll für dich. Ich bin... Wann kann ich wieder einen Bauernhof bauen, Leute? Warum macht ihr das nicht? Was ist das für eine Arbeitsverweigerung? Hast du schon einen Handwerker? Ja, ich habe einen bekommen aus einem Dorf. Voll insane. Wie kann ich denn die Runde beenden? Achso, ich muss dem sagen, dass er skippen soll, ne? Mein erster Stadtstaat neben mir ist einfach rot. Und das sieht aus wie Barbaren für mich. Achso, ich dachte, ich kann das jetzt schon bauen. Rot? Ja. Okay. Nein, wieso läufst du da lang? Atusha! Krieg erklären. Rein! Du bist also eher so die Fraktion Krieg. Ja, aber der Twitch-Chat will immer Krieg. Wie mache ich das weg? Hier? Achso. Hast du nicht gerade gesagt, der kommt da hin? Ja, aber freut mich vor, dass es bei dir gut läuft. Danke. Hier sieht saftig aus, Leute. Brunnenplantagen. Bewässerung. Ach ja. Plantage. Ja, ich lass mich da mal ein bisschen weiter beraten, ne? Ja, ja, tu das. Hä? Das koreanische... Okay, irgendwas ist passiert. Ich hab Geschichte geschrieben, ne? Ist keine Überraschung, aber... dass du schon mal gehört hast. So, Kinder. Das sieht doch eigentlich gut aus. Ein Streitwagen will Barbaren vernichten, aber ich finde keiner. 37 Gold. War lecker. Oh, hallo. Der ist aber auch nur von mir beeinflusst. Löst das Eingebungsmoment für das frühe Reich aus. Okay, dann gucken wir doch einfach mal, was ist denn das frühe Reich? Ist das? Suchen. Frühe Reich. Nee, ist keine Zivilisation. Ist also irgendwie sowas. Lass die Bevölkerung eurer Zivilisation auf 6 wachsen. Ja, 6, ja. Gucken wir mal, ob das ein Thema ist. Technologiebaum. Was wollten wir? Wir wollten Schrift, ne? Schrift. Theoven. Das ist ja unser First Step, der wichtig ist. So, du gehst da über den Fluss drüber. Ja, also hier sieht es saftig aus, ne? Maisressourcen, Weizen, Marmor. Hier eine schöne Platzierung.
Da würde ich mich sehen. Ich weiß nicht, dass Johnny noch nie Civ gespielt hat. Also ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe in Civ 6 70 Spielstunden. Aber das liegt halt leider ein paar Jahre her, ne? Ist tatsächlich so, nicht so, als hätte ich es noch nie gespielt. Und ich kenne auch die Faszination davon. Ich bin einfach nur extrem unbegabt. Was hier passiert? Ein Handwerker. Ah, das wäre jetzt genau so ein Minending, ne? So, jetzt ist natürlich die Frage: Großes Bad ist ein Weltwunder. Schwer mit der Gewalt entlang des Flusses der großen Bad sind jetzt im Mond gehen Flutschaden. Scheint Flutschaden zu geben. Wusste ich noch nicht. So, ich habe scheinbar ja nicht die Mühle genommen. Das heißt, ich würde sagen, ein Siedler. Du gehst da hoch. Vielleicht machen wir bald schon automatisch erkunden. Jetzt schon ein bisschen Zeit. Ein Luxusgut. Gehst da rüber und machst bitte. Oh, kannst das nicht in einer Runde? Oh, hier ist Dschungel. Oh, danke. Stammesdorf kontaktiert. Ein Zeitalterpunkt. Ich habe keine Ahnung, was ein Zeitalterpunkt ist, Bruder. Aber es kann dir irgendwas Gutes. Ah, komm, geh mal ein bisschen weiter nach da unten. Ah, oh, so, wieder hier dann gehen sollen. Das sind Barbaren, ja. Was bist du? Warum kann ich dich nicht anklicken? Ich wüsste gern was über dich. Okay. Nahkampfstärke 20, das bin ich. Oh, ich kann nicht sehen, was die sind. Das ist gefährlich. Pantheon-Wellen. Oh, nee. Twitch-Chat? Und ich muss gerade so ein Pantheon wählen. Kann einen Moment dauern. Kein Problem, lass dir Zeit. Das würde ich nehmen. Fühlt sich gut an, oder? Guter Call? Dann nehmen wir das. Hat ja einen Effekt. Hat ja einen Effekt, super. Okay, gehe ich jetzt schon auf... Also, meine Idee ist, wir bauen hier unseren Wissenschaftsbezirk. Und dann baue ich hier und hier eine Mine. Und dann kriegt er jedes Mal plus 1. Findet ihr das gut? Exit Gaming bitte nur sympathisch. Fühlt ihr das? Kann ich hier Minen bauen? Kann ich doch, oder? Sieht gut aus. Ich weiß ja nicht, was der Nachteil davon ist. Also ich kenne mich einfach mit dem Bezirk nicht gut genug aus. Na, ich sitze da einfach zu. Kommt wieder ein Ziff oder warum Ziff? Ich hatte einfach Lust, was mit Juni zu machen. Und sie hat gefragt, ob wir Ziff spielen wollen. Und ich war mega happy, dass sie Ziff spielen wollte. Weil, dich habe ich falsch bewegt. I didn't know that. Okay, der baut einfach noch mehr Galeeren. Nicht mein Ding, ne? Das Problem ist ja, die Speerkämpfer hier haben eine verschanzte Verteidigung, Kampfstärke gegen Kavallerie und dementsprechend gegen meine schweren Streitwagen ja übel strong. Du wiederum bist auch Beta gegen. Das heißt, ich kann dieses Barbarenlager gerade noch nicht besiegen. Ich könnte... Nee, kann ich nicht. Also lassen wir den einfach drin. Mine nur bauen, wenn es Sinn macht. Das hilft mir leider gar nicht, so eine Aussage.
Aber 5 Runden darüber laufen? Was bringt denn so ein Barbarenlager Platz zu machen? Spawnt er die ganze Zeit Barbaren? Das finde ich doof, oder? Bringt Money. Aber hat das jetzt Prio? Ah. Können wir... Wie oft kann ich meine Politik ändern? Also hier kommt die Mine. Warum ist hier eine Mine empfohlen und hier nicht? Barbaren können nicht heilen. Okay, dann kann ich ja einmal schon reinrennen, ne? Was bist du denn? Wait. Da oben ist irgendwo ein Gegner, also. Genau. Da bin ich ein bisschen nah dran. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass... Warte mal, wird der getushottet? Ah, fast. Wenn du eine weitere Kultur erforscht hast. Okay. Das heißt, es sind 6 Runden. Das passt leider nicht übereinander. So, habt ihr irgendeine Quest, die spannend ist? Ne, es sind einfach irgendwelche Sachen, ne? Katastrophe Vulkanausbruch. Der Schaden in der umliegenden Gebiete sind erheblich. Das hat absolut gar nichts gemacht. Fruchtbarkeit von einem Geländefeld gesteigert. Tuni? Da kommt ein Hurricane oder so. Was ist das? Okay. Du hast also eingesaugt. Okay, der ist weg. Ja? Ja, mein Vulkan ist ausgebrochen. Okay, das klingt nicht gut. Ja, und es war voll gut. Ist es denn landfruchtbar oder so? Ja, ne? Ja. Das hat mich sehr glücklich gemacht. Ja, schön. Ja. Jetzt habe ich gerade große Angst. Wieso? Ja, weil hier ist ein Barbarenspeer und ich überlege, ob ein Barbarenspeer in der Lage ist, geht sie nicht weit, meinen Handwerker zu klauen. Oh. Aber wahrscheinlich schon, ne? Ja, ich glaube, aber ja, kann schon sein. Run! Run, boy, run. Okay, sehe ich irgendwie, wie viel Range der hat? Nee, ne? Ja, fuck me. Der könnte garantiert hier lang und... Vielleicht sogar da. Der 3. Wie viel kostet denn so ein... Ach, Kacke. Tun, ich habe Angst. Warum? Was ja, ich glaube, der tut meinem Handwerker weh. Ja. Der Speer? Ja, der Speer ist ganz böse. Hier ist irgendwie Stau. Ist so, Leute, was ist mit meinem Mais passiert? Warum brennt's hier? Das ist also auch... Ach, der Hurricane hat den Mais abgefackelt. Das ist aber... Weiß ich jetzt nicht. Ganz normales Problem, würde ich sagen. Das klingt wild, ja. Scheiße. Ey, sogar das empfiehlt mir, dass ich hier was, ein Dings bauen kann, ne? Ah. Warte mal, dann nee. Baue ich doch keine... Ah, Tun, ich bin so sauer. So sauer? Ja, ich will hier handwerklich tätig sein. Und das Spiel ist ganz gemein zu mir. Und macht so Sachen wie ein Barbarenlager neben meiner Hauptstadt. Ja, habe ich aber auch. Ich habe auch immer ein Barbarenlager direkt neben meiner Hauptstadt. Aber ich bekämpfe halt gerade eins ganz weit im Süden. Und jetzt muss ich mich vielleicht entscheiden. In der Priorisierung. Ich gar nicht so fühle. Okay, das heißt, wir müssen hier rechts weitermachen, Leute. Wir trauen uns. Wer dann da steht, bin ich sehr traurig. Aber das kann er nicht. Ja. Yeah. I am chilling. Was machen deine Handwerker so? Die bauen die ganze Zeit.
Das ist ja gut. Ja. Kann ich Felder reparieren, Leute? Also muss ich damit... Achso, ich habe gar keinen Handwerker mehr, ne? Jetzt weg. Oh. Ich hätte erst moven sollen und dann befördern. Ah, oh, man. Handwerker reparieren? Wie geht das? Was meint ihr? Shit. Vielleicht dein Meister abgefackelt ist. Aber ich habe gar keinen Handwerker mehr. So. Vielleicht war es eher so eine generelle Info so. Ach so. Toni, ja, wusstest du übrigens, dass du... Ich bin am Mittelmeer. Hm? Ich... Ja, also. Dass ich? Sag jetzt. Nee, ich wollte, dass der Twitch-Chat das so meinte. Nach dem Motto, ey, Toni, wusstest du eigentlich, du kannst... Barbarenlandspeer? Aha. Dem gehe ich hier gleich an den Pelz. Ja, dann machen wir gleich noch einen Handwerker. Oder kann ich einen kaufen? Ich kaufe zu viel, ne? Wie viel Geld hast du? 140. Scheiße. Nur 65. Opfer. Ich habe schon viel gekauft. Was kaufst du denn so? Ich habe einen Späher gekauft und der war echt teuer. Ein Späher? Die haben schon Reiter? Oh! Oh oh. Okay, Twitch-Chat. Hier ist gut, ne? Kann ich die Stats von den Units sehen? Ah, das kann ich jetzt nicht, weil ich die Runde beendet habe. Plus 4, dann kriegt der auch plus 1. Aber klaut der mir jetzt meinen Siedler? Nehmen wir, oder? Ach man. Ich habe die Runde noch gar nicht beendet. Machen wir. Scheiße. Toni, du machst das super. Lass dich nicht entmutigen. Twitch-Chat, hier oben bauen. Lass mich in Ruhe. Da kann alles überschwemmt werden irgendwie. Aber hübsche Pferde. Hält mich das ab? Wie stehen wir zur Überschwemmung? Weil hier ist doch schon ein doofes Land. Hier unten will man doch nicht siedeln. Könnte hier hin auch, ne? Aber hier kann er auch überschwemmt werden. Hey, mach weiter, Johnny. Ich muss wissen, ob die Barbaren mir den Siedler klauen. Ja, aber ich weiß nicht, wohin mein Siedler soll. Glaubst du, Überschwemmungen sind ein großes Problem? Nee, oder? Nee, Überschwemmungen sind übel gut. What? Weil das macht das Land fruchtbar. Okay, also. Deinem Land will ich nicht wohnen. Oh, eine Überschwemmung ist doch super. Lass dich hier ruhig nieder. Kein Problem. Ja, wirklich. Ah, hier wird schon kein Barbar sein, Leute. Wir holen ihn trotzdem mal zurück. Bitte, liebe Pferdemänner. Lass mich hier in Ruhe, ich habe einen süßen Esel. Du hast einen Esel? Mhm. Glaubst du wirklich, dass Brücke dich hier retten kann? Und hier irgendwie, zack. Was haben wir? Mann, ich habe Handwerker, aber ich weiß gar nicht, was ich mit dem machen soll. Naja, Plantagen bauen und so. Plantagen bist du so ein Mensch. Was hast du denn um deine Stadt herum? Also du musst ja Felder, Mais oder Reis. Ja, ich habe eigentlich schon einen Plan. Ich kann den nur nicht so richtig umsetzen, weil ja, der Barbarenspeer da die ganze Zeit hockt und vielleicht meine Sachen wegnimmt. Ne? Ganz gemein. Ach so, ja, ich sehe. Ja, dann hast du keinen Krieger, der den töten kann? Weil die sind irgendwie... Krieger sind busy, leider. Wo ist er hin? Hat er meinen Siedler geklaut? Nee, er ist dahin. LOL! Loser! Ist intens, sagst du? Hä? Ist intens. Ja, aber übel intens gerade. Aha, und der läuft weg von mir. Nee. Wir kämpfen jetzt, du Sau. Muss ich jetzt, wie viele Runden muss ich denn gegen den kämpfen? Ich habe Civ 5 nicht gespielt. Hast du Civ 5 gespielt? Ich habe Civ 5 gespielt, aber ich habe auch fast jedes Civ gespielt.
Also 5 mehr als 4 und 3 mehr als die davor, aber. Okay, und welches fandest du am besten? Civ 3 habe ich auf jeden Fall am meisten Zeit verbracht. Aber das ist natürlich auch so. Fuck me. So Idealisierung der Vergangenheit, ne? Ja. Das hat man ja ganz oft so. Oh mein Gott. Man so denkt, oh, früher war das besser. Oh Gott sei Dank habe ich da. Weißt du, ich habe meinen Siedler gerade so losgeschickt, so, ey Bruder, guck mal, da ist voll der schöne Ort. Bau da mal eine Siedlung. Und dann läuft ein Speer da vorbei und basically im Feld daneben ist ein Barbarenlager entstanden. Ja, ja, ja. Also wir müssen echt über die Barbaren aber mal reden, ne? Also. Das ist schon crazy. Ich hab links einen Barbar direkt und rechts einen jetzt. Also ich bin ja auch sehr unzufrieden. Leute, ich würde hier den Wald abholzen. Sagt er ja oder nein? Wir riskieren das jetzt hier. Ich würde hier den Wald abholzen. Aber vielleicht erst die Runde danach, weil dann geht die Produktion nicht flöten. Was ist eigentlich diese 4? Achso, Bevölkerung 4. Wie viel habe ich Bevölkerung? 4. Na gut. Die Frage, haut der hier ab? Ungeheuerlicher Vulkanausbruch. Theoretisch mich vorbeisneaken. Bevölkerung wurde um 1 reduziert. So, und die kann ich jetzt verknüpfen, ne? Jetzt kann ich mit denen losziehen. Tuni, der Vulkan hier, ne? Tuni, der Vulkan hier, ne? Förderung. Ja. Der ist richtig krass. Der ist gerade, es gab gerade einen ungeheuerlichen Vulkanausbruch, den die Menschheit so noch nicht gesehen hat. Okay. Und der hat, sag ich mal, die Welt verändert, so wie wir sie kannten. Na gut. Nee, gut ist das gar nicht. Mein Twitch hat immer nur so. Ja, ab und zu stirbt da mal einer, aber in the long run ist das voll worth. Das ist nicht euer Ernst. 25 Gold, Leute. Ich habe jetzt mit meinem schweren Streitwagen und meinem Krieger bis zum Tod gegen ein Barbarenlager gekämpft und krieg 25 Gold dafür. Das ist doch ein Witz. Ich bin unzufrieden, Leute. Ich bin zufrieden. Oh. Irgendwas Gutes gemacht. Bei 3 kriege ich. Konsulat. Ist mir zu kompliziert, glaube ich. Ich glaube, es ist mir egal, Leute. Okay, also die. Oh, warte, das ist noch ein Fortbewegungspunkt. Okay. Also grundsätzlich bin ich happy. Was ist hier los? Das sieht gut aus. Aber wie lange brauchen die denn, um sich zu refreshen? Das wird ja ewig dauern, ne? Ja, wir müssen gleich hier einen Krieger bauen. Was ist die beste. Was ist das Beste, was ich bauen kann? Schon einfach ein Krieger, ne? Forsche ich etwas in die Richtung? Keinen schweren Streitkampf, aber der ist ja bad. Sie die Gebäude zerstören. Dann wechseln wir gleich auf. Was ist in die Richtung? Wird rechts von dir sehen, aber den ganzen Bonusressourcen.
Ja, also im eigenen Gebiet, sure. Der Vulkan hat richtig Bock. Bin ich noch nicht so happy drüber. Großes Bad ist fertig. Über den Zaun drehen. Hier kann man garantiert deutlich mehr drauf achten, welche Mannschaft, ne? Aber da bin ich nicht genug. Okay, das ist einfach so, schreibt meine Geschichte. Und dadurch entstehen irgendwie Zeitalter oder sowas, ne? Okay, fruchtbar machen. Sehr, sehr gut. Warum kann ich meine Bürger hier nicht verwalten? Weil ich wartend bin, ne? Ja. Das sollte ich nicht mehr tun, so. Plus 9. 5 Runden bis Bevölkerungswachstum. Dann bauen wir hier diese Mühle. Und dann müssen die ganz weit weglaufen. Hier, das sieht eigentlich gut aus. Da kommt hier noch eine Mine. Hoffen halt, dass wir forschungsmäßig ganz gut dabei sind. Ne? Ist halt schwer einzuschätzen. Aber ich meine, das gibt 4, 5, 6. Wait, warum geben die denn eigentlich noch nicht 6? Warum kriege ich 5,5? Würde ich nicht 4, 5, 6, 7 kriegen? What, how? Warum? Kann ich bewegen und dann befördern? Ah, sind wir bei 10. Sehr schön, danke. Kann ich bewegen und dann befördern? Befördern kostet einen Punkt. War das jetzt in 3 Runden fertig? Das heißt, wir könnten eine Bibliothek reindonnern. Sicher Produktion für alle Sumpffelder in eurem Reich. Plus 1 Produktion für alle Schwemmländer dieser Stadt. Wie viele Schwemmländer habe ich? Du bist Schwemm, du bist Sumpf. Plus 2 Produktion für alle Sumpfgeländefelder in eurem Reich. Was sind Schwemmland? Was ist Schwemmland? Bist du Schwemmland? Schwemmland ist sowas wie hier oben, right? Wüstenschwemmland, ja. Also ich hab ein bisschen Sumpf, ne? 3, 4. Hier habe ich dann aber keinen Sumpf mehr. Hier kommt relativ wenig Sumpf. Auf die Lupe unten. Schwemmland. Oh, ich hätte immer umklicken müssen. Ja, da oben wäre das halt cool. Ich habe das Gefühl, ich kann mir das aber gerade eigentlich nicht leisten. Eigentlich muss ich gerade einen Krieger bauen. Das ging gut. Finde ich cool.
Finde ich gut, ne? Es geht halt um das Wissenschaftsding. Ich meine, es sind am Ende 9 Wissenschaft oder so. Ist das pro Runde der Boni? Oder ist das einmalig? Tut mir leid, Juni, ich muss mich gerade hier entscheiden. Was denn für entscheiden? Die Entscheidung ist basically, ob ich für ein Weltwunder gehe oder nicht. Oh, so früh schon. Ja, es gibt halt so eins, es gibt halt Boni. Welches Weltwunder denn? Itimananki. Okay, was sagt dein Chat? Ja. Keine harte Meinung ist mein Eindruck. Hör auf dein Herz, Johnny. Ah, okay. Mein Herz sagt Krieg. Ich verstehe. Wenn die jetzt hier noch einen Reiter rausschicken, was mache ich dann, Leute? Hautst du ihn auf die Schnauze? Chat sagt, das ist eines der besten Wunder. Nach dir. Na. Oh. Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass. Ah, scheiße, warum habe ich das denn? Aber es ist ganz cool, man kann unten einfach so zum Beispiel Sumpf eingeben und dann suchen und dann sagt er dir, wo überall Sumpf ist. Boah, echt? Ja. Sumpf. Oha, das ist ja voll insane. Das ist richtig cool, ne? Das ist richtig Gedanken gemacht. Schnell hier hin und Stadt gründen, geht das? Oh oh. Was ist passiert? I do have a problem. Don't say that. Machen die mich jetzt nicht einfach kaputt, Leute? Du bist unkaputtbar. Glaub an dich. Was kann ich da im Lasted stehlen? Hier hinstelle. Das ist teuer. Also grundsätzlich hat mein Twitch-Chat auch gesagt, man muss bei barbaren Dörfern recht gut aufpassen, weil die da relativ schnell auch Reiter haben und so, ne? Ja, ist mir dann auch aufgefallen, ja. Achso, du hast das Problem schon. Ja. Okay. Das ist ja super. Also, naja, wird schon. Ich habe aktuell das Problem, dass ich nicht zu meiner zweiten Stadt komme, weil überall Barbarendörfer sind. Ja, wie kann ich das hier wieder weg? Achso. Ach, der Speer ist jetzt gestorben, ne? Schade. RIP. Ich bin mal gespannt, was passiert. Wait. Ich wollte meine Politik ändern. Ich habe 10 Gold bezahlt und es ist nichts passiert. Twitch-Chat? Oder ging das nicht, weil ich die Runde schon beendet hatte? Twitch-Chat. Weil ich würde ja gerne Kampf. Ging nicht. Okay. Ich glaube, das ist besser. Selbst wenn Ostar jetzt nicht überleben sollte, ist auch nicht so schlimm, oder? Also, kostet mich natürlich viel Zeit.
Ja, ich glaube, das ist nicht so schlimm. Was überlebt er nicht bei dir? Ja. Oh, der rennt weg. Okay. I take it. Antike endet in 10 Runden. Toni, hast du das Gefühl, dass die Antike endet? Irgendwann muss sie ja enden, ne? Ich auch war, ja. So. Habe ich den doch geheilt, oder? Kinder, würdet ihr sagen, hier oder hier? Weil hier nehme ich mir 3 Nahrung weg, ne? Und hier natürlich langfristig auch. Gibt es irgendwelche Bezirke, die davon profitieren, wenn die neben dem Hauptgebäude sind? Ich könnte das Feld ja kaufen. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, gibt es. Dann würde ich das hier, das weg, das kaufen und da drauf. Alle profitieren davon. Oh, krass. Ja, dann sollte. Aber das 5 gibt ja generell +2, ne? Ich will da ein Weltwunder bauen. Und dann ist +2 Wissenschaft und Produktion für alle 5 Gelände ja generell insofern nur sinnvoll. Warum denn neben die City? Warum nicht hier? Also hier könnte ich ja dann noch einen Bezirk bauen und hier einen und dann kriegen die Boni, weil das als Bezirk gilt. Wenn ich hier baue, kann ich hier keine Bezirke mehr bauen. Theater Square, Alter. Was ein Theater ist. Ah, I trust my gut. I trust my gut. Toni, wie zufrieden bist du bis jetzt? Sehr zufrieden. Ich habe die Barbaren vielleicht in die Flucht geschlagen. Ich weiß es noch nicht. Ja. Looking not too bad. Und daher, wie zufrieden bist du? Ich bin grundsätzlich auch zufrieden. Ich dachte, dass meine Schleuderkämpfer ein bisschen mehr Range haben, als sie haben. Also ich dachte, die können so über so 2 Felder schießen. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Ja, kann ich verstehen. Da bin ich ein bisschen enttäuscht. Weil ich mir das schon gewünscht hätte. Aber was nicht ist, kann ja auch noch wehren. Ich bin bei dem hier immer so lost, ne? Das will man super früh haben, ne? Mit der Autokratie. Süßwasser. Also ich habe das Gefühl, ich habe mich am Anfang sehr unnötig über den Vulkan beschwert. Langsam sind ich und der Vulkan beste Freunde. Oh. Ich bin so ein kleiner Last Hit Main. Last Hit Main. Ja. Also ich versuche so. Weißt du, meine Kumpels sind cool, aber
aber ich versuche dann doch nochmal so vorbeizukommen. Weißt du? Warte mal. Glaubst du, ein Speer könnte einfach in meiner Stadt laufen und den Siedler klauen, der da drin steht? Nee, ne? Wer? Wer kann in deine Stadt laufen? Der Speer? Ja, dein feindlicher Speer. Nee, ich glaube, der Speer kann nichts klauen. Nee. Achso. Ah ja. Hier so ein Stadtstaat hat so ein Barbarenlager gekillt. Und ich bin last second hingelaufen und hab mir das Gold genommen und auch noch einen Krieger gekillt und die XP geklaut. Du Fuchs. Ich fühle mich sehr in meinem Element. Bin ein kleiner Gemeini. Okay, Leute, 9 Runden noch. Die Idee ist jetzt... Bürgerverwaltung, maximal. Kann der das. Den doch klauen? Nein, der klaut den nicht. Was, Leute? Vielleicht komme ich eine Runde schneller dran. Gut, ne? Ja, sicherheitshalber schon mal eine neue bauen. Andererseits, wenn ich in 2 Runden früher Nachwuchs habe, holen die garantiert die eine Runde wieder rein. So. So, Toni. Was suchst du? Ich glaube, die erste Folge müsste langsam rum sein. Carina? Honig habe ich. Bin mich so nackt, wenn ich keinen eigenen Timer habe. Du hast Honig. So. Na gut. So. So, Juni. Siehst du Raparui? Er greift meine Stadt an, der Hund. Herr Chat, wie repariere ich das? Na gut, wahrscheinlich nicht. Reparatur. Oh. Raparui, konzentrier dich. Redest du mit mir? Ja. Was denn? Raparui, siehst du das? Das ist ein Stadtstaat. Raparui, nee. Wäre cool gewesen. Weil die ist influenced von einer anderen Sith. Das hättest ja du sein können, weißt du? Ach so, nee, ich bin's nicht. Aber gut, dass wir drüber gesprochen haben. Wenn Kriegsgetös Denkmale er lebt ja immer noch. Im Aufruhrsturm. Ich weiß da, was ich antworte. Also ich lasse sie doch einfach immer zu mir, ne? Ja, ich mach trotzdem noch Handwerk und da kann ich ja nicht schaden. Schade, dass ich den schweren Streitwagen geendet hat. Ich wusste einfach nicht, dass die Galeere da fies ist. Einheit? Ich frag mich, ob der mich angreift mit Speerkämpfer oder ob der jetzt einfach zusieht wie... Oh mein Gott. Oh, ich hatte doch einen Timer. Ja, sorry. Okay. Tun, ich werde einmal abmoderieren, ne? Aber ich müde mich einfach. Sehr easy. Alles klar. So, Leute. Da. Oh, sie greifen an. Okay, dann warten wir die Simulation noch ab. Mongolei. Das hat wehgetan. Aber ihr konntet sich tatsächlich wehren. Ist ja alles gut. Okay, Kinder, das war die erste Folge von Civilization 6. Danke an den Twitch-Chat, der mir gut geholfen hat. Folge 1. Ich weiß auch nicht den Titel. Wahrscheinlich ein neues Projekt, wie immer. Aber ja, mal gucken, wie lange wir das Ganze durchziehen. Dauert ja jetzt doch ein bisschen länger als gedacht. Auch weil wir bei den Runden halt noch lange brauchen. Aber vielleicht starten wir irgendwann auch nochmal einen zweiten Run und nehmen ihn nur als Warm-Up-Run. Aber ein paar Folgen wird es geben. Die nächste dann natürlich wieder morgen um 12.